Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic War im Ersten Weltkrieg. Und Serbien, immer wieder die Serbienfront am Anfang. Aber allzu lange sollte es jetzt wirklich nicht mehr gehen. Unser Problem ist eher, Gallipoli ist gefallen. Und falls die Rumänen jetzt noch in den Krieg eintreten würden, die ganze Sachlage hier sehr unangenehm. Also Ziel Serben zurückschlagen und Gallipoli zurückerobern. Wer könnte da was machen? Ihr? Dahin gehen, damit die sich da überhaupt nicht festsetzen können. Gallipoli ist auch nur ein kleiner Ort, den sollte bald die Versorgung ausgehen und dieses Korps hier nach Adrianopel gehen. Nicht, dass sie dann von da aus meinen, also da einfach hingehen zu können, und dann müssen wir sehen, dass sie da einfach Druck machen. Nächste Runde. Ihr beschützt erstmal diesen Ort weiter, ehe es da noch eine Landung gibt. Das wäre es ja noch. So, weiter hier. Gegen die serbische Armee in Niš. Den gehen langsam Moral und Versorgung aus, also noch ein paar gute Schläge und die Stadt gehört uns. Kann ich noch eintauschen? Noch jemand? Warte, wenn ich die hier und wenn ich euch jetzt tausche. Och, ernsthaft. Was 1-1 macht 0-1. Warte, warte. Die? Ach nein, warte, stimmt ja, die haben alle keine AP mehr. Dann können wir die nicht mehr reintauschen. Das war jetzt irgendwie blöd, den da hinzuziehen. Okay, aber nächste Runde gehört es dafür relativ sicher uns. Den Kurs, ja. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, bewegt euch hier halt weiter Richtung Feind. Hier mal ein bisschen nach Griechenland gucken. Natürlich steht in Thessaloniki jemand, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Versorgung hier unten. Ist dahin immer noch interessanterweise relativ gut. Schneiden wir die Stadt mal ab und versuchen vielleicht diesen Ort einzunehmen, wenn niemand da ist. Ah, diese Stadt können wir auch schon angreifen. Unsere Einheiten hier drüben haben direkt ein Hauptquartier von der Nase, das ist gut. Na gut, den Sechser, 120% Moral, okay, ihr dürft eine Pause machen und werdet auch wieder fit gemacht. Hier haben wir noch Bewegung, brauchen wir die? Ja gut, wo ist denn da die Straße? Straße nach Süden ist quasi hier. Na gut, dann bleibt hier und nächste Runde, wenn uns das endlich gehört, nehmt die Straße nach Süden und helft in Griechenland. Unser Hauptquartier. Auch zu lange zu Fuß. Die Strecke ist zwar nicht mehr weit, aber wir verlegen sie trotzdem, damit sie mal in akzeptabler Zeit hier drüben ankommen. Nach Triest. Wir haben ja auch ein paar Punkte, da kann man sich so einen Luxus mal leisten, anstatt jetzt noch mehrere Runden auf die zu warten. Ostfront. Wir haben hier drei Geschosse, mehrere einsatzbereite Korps, die auch jetzt schon ordentlich Schaden machen könnten, dann mal sagen, ja gut, das Korps könnten im Zweifel alle vier angreifen, wenn wir hier durchtauschen. Dann bomben wir dahin natürlich erstmal unseren Aufklärungsbomber dahin. Ach, ja, schon die Artillerie macht ihnen echte Probleme. 2-4, das klingt besser. Und tschüss. Ja, also ein Schaden genommen und dafür ein feindliches Korps weg. Ah, wir gehen wieder offensiv rein. Könnten hier was machen. So langsam zeigt nämlich die Belagerung hier Wirkung.
Deren Versorgung ist jetzt nur noch 5. Diese Einheit uns mal eben holen. Die dann hier möglichst schnell das beenden sollen. Und dafür geht die Kavallerie kurz mal zurück und wird nächste Runde wieder geheilt. 2-1, 1-2. 2-1 klingt gesünder. Wurde jetzt doch 2-1 für die anderen. Jupp, deren Versorgung und Bereitschaft ist langsam im Eimer. Also in ein, zwei Runden sollte das hier dann auch fallen. Hier würde ich vorläufig weiter abwarten. Und wir hätten hier 2-3. Das kann man doch eigentlich mal versuchen. 1-2 ist in Ordnung. Ah, 5. 5-3. Könnten auch dieses deutsche Korps darüber ziehen. Versorgung. 7. 6-6. Jep, ist in Ordnung. Schützengräben haben die dahin nicht. Aber wir haben natürlich den Fluss vor der Nase. Ah. Können natürlich die hier noch reinziehen. Sehr gut, noch ein feindliches Korps zerschlagen. Dann machen wir mal hier oben weiter. Auch hier die Belagerung zeigt langsam Wirkung. Ja, Lodge. Diese Runde wird es wahrscheinlich noch nicht fallen, also ziemlich sicher noch nicht fallen, aber dafür haben wir es dann nächste Runde. Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert. So, hier sollten wir auf jeden Fall die Fünfer mal wieder in Form bringen. Zwei, vier, das klingt eigentlich gut, aber ich will natürlich auch langsam mal diese Festung hier haben. 2-2 auf die. Die ist aber nur übelst verschanzt. Ja, wir bräuchten eine Artillerie, aber die kommt erst in ein paar Runden. Also, okay, überlegen wir kurz, was wir hier machen. Gumbin müsste jetzt aber langsam sturmreif sein. Ja, 4-2. Sehr schön. Dann haben wir sogar noch den Luxus, diese Einheit wieder auf 10 zu bringen. Ihr könnt, denke ich, in den Ort vorrücken, der damit wieder uns gehört. Und ihr, ja gut, im Prinzip könnt ihr, also ihr könntet natürlich schon vorrücken. Oder wir nutzen die nächste Runde, euch auch wieder auf 10 zu bringen. Hier haben wir auch eine ganz gute Angriffschance, machen wir einfach mal. 5 Schaden, wir kassieren 2. Ah, 0-1 gegen uns. Können wir hier noch wen? Schade. Ich hätte gehofft, wir könnten die noch dazu ziehen, aber wir könnten natürlich den vorziehen. 2-2, 2-4. Na gut, räumen wir erstmal hier das Korps weg und greifen demnächst dann hier an. Na gut, das Korps wegräumen hat nicht ganz geklappt. Die überleben das. Gut, wir machen euch auch mal wieder voll. Euch müssen wir demnächst auch wieder verstärken. Ihr könnt einfach mal, ist nur eine Abteilung, die ist recht billig, wieder in Stand zu setzen. Und macht auch ein schönes 2-2. Reiter 3-0, 3-0, 2-0. Eingegraben seid ihr? Ja, ihr haltet erstmal weiter die Stellung. Ihr könntet jetzt eigentlich noch hier oben hingehen und hoffen, dass ihr das überlebt. Weil wenn das klappt, dann hätten wir auch diesen Ort hier eingekesselt und könnten ihn demnächst auch einnehmen. Radum. Gut, ihr wart dann alle ihr. Prinzip könnten wir euch erstmal Elite-Einheit machen.
Luftschiff haben wir jetzt auch diese Runde gerade nicht gebraucht. Auch so wenig wie den Aufklärungsbomber. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr mit wieder fit machen. Nein, aber wir haben einige russische Korps zerstört und können hier auf jeden Fall einen Ort demnächst einnehmen. Gumbin ist zurückerobert worden. Alles in allem denke ich auch mal hier eine ganz erfolgreiche Runde. Schauen wir mal kurz. Italien. Haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Können euch nicht mal verstärken. Na, sobald der Kommandant nächste Runde dann hier auch hier Leute kommandiert, wird das hier alles wieder besser werden. Ihr könnt euch auf jeden Fall eingraben. Hier wird überall gebuddelt. Euch könnten wir verstärken. Ihr zieht schon mal einen vor. Ihr grabt euch ein. Ja, ich glaube, die Front hier können wir dann auch erstmal so lassen. Die Artillerie nutze ich defensiv. Wir haben hier sehr, sehr viele Abteilungen. Also quasi kein Offensivpotenzial. Und wenn man dann immer so eine mächtige Artillerie hat, die hier immer defensive Schüsse abgibt, ist das doch auch ganz schick. Westfront. Hier konnten wir in der letzten Runde plötzlich wieder massive Erfolge feiern. War ich ganz positiv überrascht von und mal sehen, ob wir das heute fortsetzen können. Diese Artillerie kann inzwischen nur noch auf ein Feld schießen, dann wollen wir das tun. Vorher nochmal aufklären. Und bei Zeiten mal unseren Jäger wieder fit machen. Leider keinen Schaden gemacht, aber 2-3. 2-5, wir könnten gut auf die draufhauen und auf die sogar besser. Die Franzosen haben jetzt Kavallerie in dieses Feld gebracht und die sind nicht eingegraben. Also die können wir gleich wieder wegschicken. Ist natürlich die Frage, mit wem wir jetzt am besten was machen. Dieser Fünfer sollte nach hinten. Wir könnten den reintauschen und dann hier von der Seite angreifen. 2-1. Aber die haben eine miserable Moral. War das die mit dem Gewaltmarsch? Dann war es vielleicht doch nicht die beste Idee, die reinzutauschen. Mal euch machen die auch erstmal wieder fit. Ihr kriegt die neuen Infanteriewaffen. 2-5, 2-3. Ach. 2-4 leider nur. Aber es reicht. Rücken wir noch in den Ort rein? Fragezeichen. Natürlich am besten sein, wenn wir uns irgendwie da noch verschanzen könnten. Wird schon angegriffen, ihr. Am Rande mal, hier ist noch gar nicht verschanzt. Ah, das brauchen wir denn ja genau noch links unten. Vielleicht auch rechts unten, wenn wir nicht einrücken und ganz unten. Also so. Ansonsten, ja, hier ist der Graben nicht optimal. Das, aber die haben jetzt schon was gemacht. Das müssen wir nächste Runde, falls wir die Position halten, in Ordnung bringen. Sonst noch irgendwas? Gut, ich glaube, sonst ist hier das Grabensystem in Ordnung. So, wir haben hier noch eine 11er Einheit. Die kommt aber nicht bis dahin durch. Wir könnten auf gut Glück diesen 8er da reinschieben. Oder wir machen erstmal diese Reiter hier fertig. So, wir könnten natürlich auch. Sonst lassen wir die Position unbesetzt und ich wollte sagen, wir machen die Reiter fertig, aber nein. Das hat ja natürlich die zweite Bewegung gekostet.
Ja, dann werden diese Kavalleristen wohl jetzt ausgezogen und überleben. Naja, müssen sie immer einiges in deren Verstärkung investieren. So, die Dreier. Auf jeden Fall wieder stärker. Okay. Können wir hier irgendwas Schickes erreichen? 3-2, 3-2, 2-2, 2-0. Gut, wir hätten direkt einen Reserve, den wir reinschieben könnten. Also wir können es eigentlich mal versuchen. Und unser Luftschiff, ach, das kann bis dahin scouten dann. Wie voll ist es da so? Fragezeichen. Da steht die Artillerie dahinter, okay. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir es hierhin, um ein bisschen Druck auf die Artillerie ausüben zu können. Ich meine, falls wir es einnehmen, müsste ja die Artillerie eigentlich bald wegziehen. Hier zwei. Sonst hier haut auch drauf. Sehr gut. Schöner Treffer. Tauschen wir euch mal um, dann können wir euch bei Zeiten auch mal das Infanterie-Upgrade geben. Natürlich keiner mehr übrig, der jetzt reingehen kann und die Artillerie wirklich angreifen, aber vielleicht ja nächste Runde. So, euch hier. Könnt ihr vielleicht hier hin? Und euch mit denen hier tauschen, weil dann könnten die auch demnächst die Infanteriewaffen kriegen. Könnten sie sogar jetzt schon, stimmt, weil sie ausgetauscht wurden. Das ist gut, dann haben wir die ja bald fast überall. Und ihr? Dann geht mal Richtung Brüssel und hier rüber. Die Einheit wird ja wahrscheinlich fallen wegen der zu schlechten Moral. Und dann brauchen wir da ein bisschen Verstärkung. Gut, im Prinzip zwei Korps vernichtet, eine Kavallerie fast vernichtet. Klingt doch eigentlich schon mal nach einem ganz ordentlichen Zug hier drüben. Osmanisches Reich. So, die versuchen wir abzuschneiden. Die könnten wir mal wieder fit machen. Ihr könnt wieder fit werden. So, mir ist aufgefallen, unsere Leute hier vorne haben nur noch eine Moral von 1%. Weil die Verschanzung da so Mist ist, ihr versucht mal noch den nächsten Ort zu erreichen, genau wie ihr. Und jetzt weiß ich zumindest, worauf wir bei den Osmanen mal sparen könnten, unsere MPP. Die habe ich in den letzten Runden einfach irgendwie ausgehauen. Wir brauchen einen neuen Kommandanten, der nach Bagdad kommt und der dann die Einheiten hier führen kann. Versorgung gibt, um die Briten wieder rauszuhauen. Sonst halten wir erstmal das Patt, die bleiben da drüben. Wir gehen hier in die Städte. Ja, und hoffen einfach mal das Beste. Ach natürlich, und was ich letzten Runden vergessen habe, unsere Partisanen hier können ja jetzt anfangen, ein bisschen Ärger zu machen. Ich von denen eigentlich mehr kaufen. Ich glaube nicht. Was würde ein Kommandant kosten? Mindestens 330, das heißt, mit den Osmanen wird jetzt eisern gespart. Aber mit den anderen können wir Punkte raushauen, so. Mit den Deutschen würde ich auf jeden Fall. Nichts mehr machen. Die haben die ganzen Punkte rausgehauen. Das war noch am Anfang der Runde so viel. Haben wir anscheinend wirklich alle verbraten. Dann sparen wir die erstmal. Österreich könnten wir auch neue Einheiten kaufen mit so vielen MPP, aber. Würde ich erst machen, wenn die neuen Infanteriewaffen da sind, kann man die nämlich direkt mitkaufen. Wir können auch 120 Punkte in die Forschung stecken. Vielleicht noch mächtigere Artillerie. Haben wir immer noch so viele Punkte mit Österreich-Ungarn? Könnten uns natürlich noch einen neuen Kommandanten kaufen. Wir hier wieder zwei hätten, damit das besser vorangeht.
Oder hier einen, der mehr für hier drüben zuständig ist. Oder noch ein Artilleriegeschütz. Das finde ich gut. Wir holen uns mit den Österreichern noch ein Artilleriegeschütz. Immer noch 125 MPP. Sollen wir versuchen, Rumänien klein zu halten, oder? Oder wir sparen die Punkte einfach auf nächste Runde, sobald wir dann die besseren Infanteriewaffen haben, was wir eben dann hier an Upgrades alles machen können. Das wird auch teuer genug werden. Dann, ja, würde ich an dieser Stelle sagen, sind wir, denke ich, überall durch. Eines schönen Tages wird auch mal unsere Flotte eingreifen. Und ja, wir schauen mal, was der Gegner draus macht. Ah ja, eine Entscheidung. Neue U-Boote. Nee, wir gehen in die Ostsee. Mit den neuen U-Booten in der Adria brauche ich die nicht so. Sobald wir endlich mal losfahren, werden wir dann so viele Schiffe haben. Ah ja, ein englischer Cricket-Spieler stirbt. Oh, U-Boot-Entwicklung 1, dann kann es ja eigentlich bald mal losgehen. Kramkrieg 3, das ist sehr gut. Oh, Spionage und Aufklärung kriegen wir jetzt auch direkt. Industrietechnologie, das ist das Zeug, was uns einfach direkt mehr MPP gibt. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Und Infanteriewaffen für die Österreicher. Flugabwehr für die Österreicher. Gasgranaten für die Österreicher, also mehr Geschosse. Hier mehr Industrietech. Sehr gut, also diese Punktzahlen hier. Das gefällt mir. Kann natürlich gerne noch viel mehr werden. Aber damit können wir auch schon gut arbeiten. Die Deutschen richten eine Krankenschwester hin, okay. Truppen werden verlegt von Eritrea nach Tobruk. Hier wird nochmal verstärkt, was noch verstärkbar ist. Die Kavallerie reitet natürlich weg, Hauptquartier geht weg. Und jetzt wird wohl ein bisschen hier hin und her geschoben an der Front. Also, sie schicken doch nochmal Hilfe, um vielleicht ihren Ort zu retten. Ja. Verstärken wieder die ganzen Kurs, die wir angegriffen haben. Aber wir haben halt quasi auf alle mehr Schaden gemacht, als wir kassiert haben. Deswegen sollten wir da auf lange Sicht einfach mehr MPP gut machen, weil die anderen mehr ausgeben müssen als wir. Auf lange Sicht. Und mittelfristig sollten wir die Orte dann auch endlich mal erobern. Hier scheinen wir bisher gut voranzukommen. Ich meine, unsere Artillerie kann gleich dieses Korps kaputt schießen mit unseren Einheiten und dann können wir hier langsam vorrücken. Es ist natürlich auch bald russischer Winter, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber erstmal sehen, ob die russische Armee hier noch großartig was versuchen wird. Auch ob die Franzosen jetzt womöglich reagieren, bin ich mir nicht sicher. Die haben ja in den letzten Runden immer wieder kontinuierlich Kurs verloren. Das müsste sich jetzt eigentlich auch daran niederschlagen, dass sie massig Punkte ausgeben müssen, um einfach wieder die Leute zurückzukaufen. Und die müssen sie dann erstmal in Stellung bringen. Also vielleicht haben wir auch ein bisschen Ruhe an der Westfront oder es geht gleich richtig los. Wir haben jetzt selber leider ein schwaches Korps. Also was moraltechnisch Schwaches. Das wäre eigentlich ein echtes Primärziel. Soweit kommt Zeppelin, okay.
Jetzt würde ich unsere Jäger echt erstmal wieder verstärken. Yep, sie machen wirklich Druck. Sehr schön. Hier ist irgendwie jede Runde eng. Irgendwann wird die Runde kommen, wo es zu eng ist. Vielleicht diese Runde? Nein, tatsächlich diese Runde. Okay, den Ort verlieren wir vielleicht, aber dahinter ist dann hier schon unser deutsches Korps einsatzbereit. Erstmal die Alpen wieder zu halten. Ich hatte irgendwie gehofft, sie haben vielleicht doch jetzt nicht die Stärke, da direkt reinzulaufen. Aber leider, leider doch. Ja, keine wirklichen Angriffe an der Westfront. Hier ist schon Nachschubmangel bei den Serben, das ist gut. Der Ort wird ja bald fallen, der Italien feiert die Eroberung von Trient. Was ist passiert? Habe ich irgendwas übersehen? Warum ist Trient gefallen? Ach, klar, Trient ist der. Entschuldigung, ich habe gerade zwei Orte verwechselt. Ah, wir kriegen natürlich jetzt auch Geheimdienstberichte, weil wir es ein bisschen erforscht haben. Ich habe Trient und Triest verwechselt. Und ich dachte, hä, die sind doch gar nicht in der Ostfront durchgebrochen, also in der Italien-Ostfront, sondern in den Alpen irgendwo haben sie was erobert. Und wenn man dann die Ortsnamen, die auch relativ ähnlich sind, verwechselt, kann man sich schon kurz denken, was los ist. Wollen wir Hilfe schicken? Wird empfohlen, ja zu sagen. Achso, das ist, glaube ich, weil wir mit dieser Abteilung jetzt endlich mal was gemacht haben, die da in Afrika steht. Dass wir gleich auch ein ganzes Korps kriegen, das finde ich gut. Machen wir unseren Feinden einfach mal Ärger und wir haben noch zwei neue U-Boote und einen neuen Befehlshaber für Deutschland. Das gefällt mir. So, dann können wir hier auch einfach weiter die Küste entlang ziehen und den Briten Ärger machen, sodass sie vielleicht Leute von hier abziehen müssen. Und wir dann hier ein bisschen mehr Ruhe haben, das fände ich gut. Ansonsten Schlechtwetterfront. Aber diese Stadt wird jetzt einfach schon beim Zusammenpusten zusammenfallen. Die da machen es auch nicht viel länger. Hier können wir auch schon einfach einrücken dann. Also ganz ehrlich, das müsste es dann eigentlich gewesen sein mit Serbien, oder? Zählt das noch dazu? Möglich müssen wir die da auch noch vernichten. Ich weiß es nicht, aber man könnte nicht mal sagen, das war es bald mit Serbien. Willst du noch ein bisschen hier schauen, dass wir die schnell wieder loswerden und dass uns die Straße hier gehört, damit die Versorgungslage unseres Korps da besser wird? Italien, ja,
Trient ist gefallen und nicht Triest hier. Das hatte ich gerade verwechselt. Gut, Westfront. Franzosen sind sogar nicht mal eingezogen. Wir könnten jetzt einfach hingehen und Druck hier auf Artillerie und Hauptquartier ausüben. Und vor allem das ist doch eine Straße von Verdun. Wenn wir jetzt die andere hier auch nochmal einnehmen, könnten wir endlich mal diese Festung hier platt machen. Die hält ja hier die ganze Front auf. Das klingt ehrlich gesagt nach einem wunderbaren Ziel. Vielleicht verschieben wir ein bisschen Artillerie darüben hin. Gut, und was sagt dann noch die Prognose der deutschen Ostfront hier? Lodz wird ziemlich sicher fallen. Der andere Ort hier noch nicht unbedingt, hat nur noch Versorgung 3. Ich würde sagen, wir geben ihm die Zeit, die Versorgung noch weiter fallen zu lassen. Die Festung hier könnten wir relativ wahrscheinlich bekommen. Bisschen die Frage, Gumbin gehört uns, was machen wir? Weiter nach Kaunas gehen? Oder ich glaube, ich würde es erstmal bevorzugen, hier nach Süden zu gehen. Dass diese Truppen hier jetzt erstmal Richtung Brest-Litowsk marschieren. Die Österreicher können mit Hilfe der Artillerie, denke ich, mal die da rausnehmen. Und einfach hier ein bisschen aufrücken. Hier drüben müssen wir ein bisschen sehen. Wir bekommen ja jetzt hier gerade echte Probleme, denen wir uns auch nur kaum entziehen können. Zweifel müssen wir den Schützengraben hier ein bisschen anpassen. Ja, für das 22. Korps sieht es gerade schlecht aus. Na gut, aber alles in allem würde ich sagen, war das weiterhin auch eine relativ erfolgreiche Runde. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Jetzt habe ich gerade die Flasche geschlagen, die hier neben mir stand, falls es gerade komisch klang. Also danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.